Hallo Bandmaschinenfreunde, heute möchte ich euch ein Grundig-Gerät vorstellen, wo es auch zwei Ausführungen gab, einmal in der Vierspur und einmal in der Zweispur-Ausführung. Die Vierspur-Ausführung hat die Bezeichnung TS 945 und die Zweispur-Ausführung ist die TS 925. Dieses Gerät war ursprünglich sehr defekt und ich habe ja einiges machen müssen. Also vom Capstan-Motor, der kaputt war, über die gesamte Elektronik der Steuerung. Das Doppelzahnrad war ausgebröckelt. Also es ging die Steuerung gar nicht mehr und dadurch, dass das Zahnrad zerstört war, hat die Steuerelektronik natürlich verkehrte Befehle bekommen und somit hat es die gesamte Elektronik dort zerlegt. Das resultierte dann daraus, dass ich in dem Gerät 54 Kondensatoren gewechselt habe, 24 Transistoren, ein Schaltkreis, wie gesagt das Doppelzahnrad, kostet alleine schon knapp 50 Euro. Die Bremsbänder habe ich gewechselt und alle Regler gereinigt sowie alle Kontakte, soweit man rankommt, von sämtlichen Schiebeschaltern, die auf der Grundplatine vorhanden sind. Ja, und die Mechanik an sich ist verhältnismäßig gut aufgebaut. Man hat hier unterm Kopfträger natürlich einiges, kann ich das gleich mal zeigen. Hier unten drunter ist einiges an Mechanik, was natürlich auch alles stimmen muss. Und ja, gut, jetzt habe ich gleich mal gezeigt, wie die Kappe hier abgeht. Das ist verhältnismäßig einfach. Hier hinten hat man zwei solche Nasen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich von der Seite das hier hinkriege. Na, siehst du, von der Seite ist es ungewohnt. Also hier so einhängen und einmal runterdrücken, fertig. Gut, Gerät habe ich bereits eingeschaltet, steht jetzt auf 9,5er Geschwindigkeit. Man hört vom Motor gar nichts. Absolut leise. Und hier leuchtet die Kontrolllampe für die Motorsteuerung. Das bedeutet, dass der Motor die angegebene Umdrehungszahl bringt, um Geschwindigkeit hier gleichbleibend und konstant zu halten. Wenn man hier umschaltet auf 19, erlischt sie kurz. Der Motor fährt in den höheren Bereich und jetzt hat er auch die erforderliche Drehzahl. Nochmal zurück, dasselbe und jetzt hat er die erforderliche Drehzahl für die 9,5er Geschwindigkeit. Machen wir mal vorspulen. Rückspulen. Die Spulgeschwindigkeit kann man hier noch regulieren, also von langsam bis auf schnell. Dann geht das auch alles ziemlich fix hier mit den Umspulen. Und hier haben wir jetzt noch diese Automatikstopp-Variante, dass das Gerät beim Zurückspulen bei 0 den Impuls gibt, dass es anhalten muss. Und gleich mal probieren. Genau. Spult ein kleines Stück weiter, ist klar, weil die Metallspulen sind natürlich vom Gewicht her wesentlich mehr als wie die normalen Plastikspulen. Gut. Somit erstmal bis hierher. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt das Bezugs- und Referenzband mal draufgelegt. Es ist für die Grundig hergestellt, allerdings ist das Referenzband, naja, ich sag mal eine offenbare Mehrfachkopie, mit der ich nicht ganz so zufrieden bin, aber naja, gut. Kilohertz. Alles schön gleichmäßig.
Ich gehe dann mal von meinem Tongenerator aus und mache mal ein paar Probeaufnahmen. Ja, auf der Spule des Bezugsbandes ist nach dem eigentlichen Bezugsband dann noch ein BASF DB26 Band drauf, was allerdings im hinteren Bereich anfängt zu kleben. Also deswegen hatte ich vorhin gesagt, ich bin mit diesem Bezugsband, was ich hier gekauft habe, eigentlich nicht zufrieden, weil sowas kann eigentlich nicht sein. Vorderer Bereich geht noch und jetzt werden wir mal eine Aufnahme machen. Und zwar als erstes habe ich von meinem Tongenerator ein Signal von 10 kHz und jetzt gehe ich mal hier auf Rekord und Vorband und man sieht hier den Ausschlag, den es getätigt hat. Ich gehe nochmal kurz zurück. Das ist jetzt dieser momentane Ausschlag. Und jetzt gehe ich auf Start, Aufnahme. Und schalte jetzt, ich muss mal ein Stück zurückzoomen, damit man das auch sieht. Und schalte jetzt mal auf Hinterband. Und es bleibt unverändert. So, jetzt muss ich nur noch mal einen 1 kHz Ton einstellen, um das auch noch mal schnell zu demonstrieren. So, jetzt habe ich 1 kHz Signal drauf, Vorband, Start, Hinterband. Automatik. Pegelt sich gut ein. Stopp. Jetzt haben wir noch mal bei ganz normaler Wiedergabe den 10 kHz Ton. Und jetzt den 1 kHz Ton. Die ganze Sache geht natürlich auch auf 19er Geschwindigkeit. Hier haben wir die Spurumschaltung. Gut, das dazu. So, und zu guter Letzt machen wir jetzt noch eine Aufnahme vom CD-Player. Schalt mal auf 19. Jetzt ist es eingepegelt. Gut.
kann ich nicht so lange spielen hier, sonst gibt es wieder Ärger von YouTube. Wegen der urheberrechtlichen, was weiß ich ja, die haben da alle eine Macke. Schauen wir selber, ob ich es jetzt erwischt habe. Aha, das ist noch der 22 Hertz Ton. Bringt wunderbare Höhen und Bässe. So, und jetzt spielen wir das alles nochmal ab. Kann hier auch noch jetzt sieht man, ist die richtige Geschwindigkeit eingepegelt. Spur 1 4, Spur 2 3, Stereo 19er. So, jetzt machen wir noch eine Aufnahme vom Radio. Dazu muss ich natürlich hier auf Radio schalten. Das war ein bisschen zu weit. So, also wie ihr seht, einwandfreie Aufnahme und Wiedergabe liegt natürlich auch daran, dass diese Köpfe, die hier drinnen wirklich noch im optimalen und im Top-Zustand sind. Sonst hätte die ganze Sache so wahrscheinlich nicht geklappt. Gut, was gäbe es noch zu erwähnen? Wie gesagt, hier hat man verschiedene Möglichkeiten, erstmal Quellen anzuschließen, wie Mikrofon, Radio, Phono. Kann man alles hinten mit einmal anschließen. Und dann nur diesen Schalter nutzen, um die Quellen umzuschalten. Also man braucht dann nicht ewig umstecken. Und Vorband, Hinterband hatte ich schon gesagt. Stereo und so weiter ist auch klar. Dann gibt es hier noch die Variante des Echos. Das könnte man vielleicht gleich mal vorführen. Jetzt habe ich natürlich nur das Radio dran. Schalten wir mal auf Echo. Jetzt wären wir dann beim Wiedergeben hören. Ja, dann gibt es noch die Synchro Play, Multiplay, Automatikaussteuerung ist manchmal gar nicht so schlecht und Automatikaussteuerung auf Sprache, also wenn man hier die Mikrofone angeschlossen hat. Variable Umspulgeschwindigkeit, das ist der Schalter fürs Schneiden. Wenn man schneiden möchte, dann kann man im Prinzip die Bremsen hier lösen und so weiter.
einen Ausschalter und Memory-Zählwerk, dass wenn man hier auf 0 stellt und diese Taste drückt, das dann bei 0 anhält. Drücken wir hier. Genau so funktioniert das. So, und jetzt noch schnell die Ansicht von hinten von diesem Gerät. Haben wir einmal die Monitorbuchse. Dann kann man hier verschiedene Quellen anschließen zum Mixen. Hier habe ich zum Beispiel einen CD-Player angeschlossen. Und hier unten diese Buchse ist für Radio. Über diese Buchse kann man natürlich auch wiedergeben. Ja, das hier, ich glaube, hat was mit Fernbedienung zu tun. Alles sehr ordentlich, übersichtlich. Ah ja, für Diapilot ist auch noch irgendwie was daher. Natürlich kann man die ganze Sache auch im Senkrechten betreiben. Kopfhörer. Geht wahnsinnig laut. So, jetzt habe ich das Band nochmal auf die Tick gelegt. Ja, und jetzt zum Abschluss nochmal auf der Akai. Gut, Bandmaschinenfreunde, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Die Vorführung der Grundig TS 945. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Über einen Daumen hoch von euch würde ich mich sehr freuen. Und bis bald mal wieder. Macht's gut und tschüss.